Guten Morgen! Es ist Tag 3 hier in Rom und bevor es morgen wieder zurückgeht, haben wir uns überlegt, noch ein paar Sachen heute zu erledigen oder besser ein paar Sachen vorgenommen, die wir uns gerne anschauen wollten. Welche das sind und was sonst noch so am Tage passiert ist, lasst euch einfach überraschen und wir sehen uns später! So, nachdem wir uns jetzt ein paar Sehenswürdigkeiten angeschaut haben, wie Pantheon, Piazza del Popolo, ich finde die Namen so, klingen so komisch einfach mal, aber was soll man sagen, also nachdem wir uns jetzt ein paar Sehenswürdigkeiten angeschaut haben und uns mit einem Smoothie gestärkt haben, was ihr im Video gesehen habt, sind wir jetzt auf dem Weg zum nächsten Sightseeing oder besser die nächsten Attraktion, die wir uns anschauen wollen, und zwar Villa Borghese. Entschuldigung fürs Nachdenken, weil ich wollte es nicht komplett falsch aussagen. Ich hoffe auch, dass es richtig ausgesprochen ist. Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade in so einem schönen Park. Man sieht es vielleicht auch so ein bisschen. Also wir hatten einen schönen Ausblick gehabt auf Piazza del Popolo. Und jetzt befinden wir uns in einem Park, wo man auch viele Leute sehen kann, die hier sich Fahrräder ausleihen oder Segway oder kuschiert werden. Auf jeden Fall echt nice hier. Man hat auch, wie gesagt, immer wieder solche kleinen Springbrunnen, wo man sich das Wasser nachfüllen kann. Also das heißt, wenn man herkommt, muss man nicht unbedingt Wasser kaufen, sondern einfach eine Glasflasche mitnehmen, Plastikflasche oder je nachdem, womit ihr das ausfüllen könnt. Und also wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach ja, wir haben jetzt die Villa Borghese gefunden und wenn ihr nach Rom kommt, solltet ihr einfach mal hierher kommen. Es ist wunderschön, nicht nur für Leute, die gerne irgendwie einen schönen Background haben wollen zum Fotografieren, sondern allgemein, weil
hier schön viel Natur, schön viele Bäume. Vielleicht erkennt man es so ein bisschen im Hintergrund. Also sehr empfehlenswert, hierher zu kommen. Nicht nur so die Standardsachen, die man kennt, so Vatikan, Stadt, Kolosseum, was wir gestern besucht hatten. Oder besser gesagt beim letzten Mal im Video, was ihr gesehen habt, sondern einfach mal hierher kommen, weil hier gibt's echt viel zu sehen und man kriegt nicht so unbedingt mit, dass hier man in der City ist. Also empfehlenswert. Ich befinde mich auf dem Rückweg zu meinem Airbnb-Apartment und wie ihr leicht sehen könnt, befinde ich mich auch, deswegen muss ich ein bisschen nach rechts und nach links schauen. Oft, oder was ich, an der Straße, bin gleich beim Apartment angekommen und wollte so ein bisschen meine Resonanz für den heutigen Tag noch wiedergeben, bevor ich mich von dir, lieber Zuschauer, verabschiede. Es war echt cool gewesen heute, was ich so Schickes gemacht habe, habt ihr ja natürlich alles gesehen, was da so Schönes war, was ich gesehen hatte. Auf jeden Fall echt schön hier, die Tage, gutes Wetter erwischt natürlich, ich kann nicht meckern, nur ein paar Sachen so hier und da, was man sagen könnte, okay, das hätte ich jetzt anders gedacht. Zum Beispiel haben die jetzt bei der spanischen Treppe, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wenn ihr also nach Rom kommen wollt, habt ihr nicht mehr die Möglichkeit, euch bei der spanischen Treppe hinzusetzen, denn seit neuestem ist es so, dass sie das verboten haben. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen auch immer die das jetzt so geregelt haben. Ich finde es natürlich besser. Andere können das nicht so ganz verstehen. Ich finde es gut. Trotzdem viel los, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die Hauptsaison mehr ist. Aber trotzdem, was soll ich sagen? Viel los an diesen Orten, egal ob man frühmorgens hingeht oder abends. Es ist einfach voll. Ihr müsst einfach schauen, wann ihr gerne, wenn ihr es sein solltet, dass ihr das Privileg habt oder ihr euch dafür entscheidet, nach Rom zu kommen. Müsste schauen, zu welcher Uhrzeit ihr zu welchen Attraktionen, Sehenswürdigkeiten hingeht, weil sonst wird es zu voll. Habt ihr ja gesehen, beim letzten Mal, der Trevi-Brunnen ist abends sehr, sehr voll, denn solche Sehenswürdigkeiten sind wirklich gut anzuschauen bei Nacht und dann gehen sehr, sehr viele hin, um sich das Ganze anzuschauen. Die spanische Treppe ist ein Hingucker auf jeden Fall, aber jetzt nicht so, dass man sich stundenlang aufhalten könnte, weil es einfach zu voll da wird. Und was gibt's sonst noch eigentlich zu erzählen? Nicht viel, ich versuche so ein bisschen gerade so ein bisschen das Ganze schmackhaft zu machen, oder was sagt, euch zu unterhalten, bis ich beim Apartment angekommen bin. Hab's gleich zum Glück geschafft. Ich will euch nicht weiter voll quatschen. Ich hoffe, dir, lieber Zuschauer, hat das Video gefallen. Würde mich natürlich über einen Daumen hoch von dir sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, denn morgen steht ein nächster Tag natürlich an, wo ich noch ein paar Sachen machen werde. Und was das genau ist, wirst du beim nächsten Mal sehen. Tschüss, Sikorski!